Mayen in der Vulkaneifel ist mit knapp 20.000 Einwohnern eine der größten Städte in der Eifel. Bereits die Römer siedelten hier und betrieben regen Handel mit Töpfereiprodukten, die im ganzen europäischen Raum begehrt waren. Der Name Mayen leitet sich wahrscheinlich aus dem Namen Megina her, was in der Ebene bzw. auf dem Feld heißt. Mayen wurde erstmals urkundlich im Jahr 1041 erwähnt und erhielt 1291 die Stadtrechte. Aus dieser Zeit stammt auch die Genoveva-Burg, die fast 400 Jahre unversehrt blieb, bis sie 1689 von den Franzosen niedergebrannt wurde. Nach Wiederaufbau und Erweiterung hatte die Burg eine wechselvolle Geschichte mit mehreren Besitzerwechseln, bis sie 1938 von der Stadt Mayen gekauft wurde. Heute ist in der Burg das Eifelmuseum mit dem deutschen Schieferbergwerk untergebracht. Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Mayen, wie viele Eifelstädte, fast vollständig zerstört, darunter auch die alte Burg und die Kirchen. Die schwer beschädigte gotische Kirche St. Clemens, die mit ihrem verdrehten Turm schon immer das Wahrzeichen von Mayen war, wurde in mehreren Abschnitten wieder aufgebaut. Der charakteristische Helm des Westturms wurde in einer gekürzten Form rekonstruiert. Im Innenraum der Hallenkirche haben lediglich einige Heiligenfiguren, ein Sakramentstürmchen und das alte Taufbecken die Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg überstanden. Mayens zweite große Kirche, Herz Jesu, nach nur 13 Monaten Bauzeit 1912 fertiggestellt, ist ein imposanter Bau mit 5 Türmen. Der 50 x 23 Meter breite Innenraum der Basilika hat wahrlich beachtliche Ausmaße. Er ist überwiegend mit ungewöhnlichen, modernen Stücken ausgestattet.